Starskicker James Holland und Christian Ramsebner besuchen Europas modernstes Musiktheater. Und dazu müssen sie gar nicht weit gehen, denn das steht in Linz. Sie blicken hinter die Kulissen. Seien Sie dabei. Hallo Christian. Hallo Ariana. Hallo James. Hi, freut mich. Ariana. Hallo. Danke für die Einladung. Willkommen im Musiktheater. Ich habe in Österreich Ausbildung gemacht und dann in Deutschland gearbeitet. Okay, Ausbildung ist Actress, genau. Singing, alles. Genau. Okay. Singen, tanzen. Wenn du einen Tanzer brauchst, Christian ist sehr gut. Ja, ja, ist sehr gut. Ich bin sicher, der Verkehrte. Er ist echt. Murder on the dance floor. Also das ist das Herzstück der Kostümabteilung. Hier ist alles nach Kategorien und Farben und Größen und unglaublich sortiert und alle... Das wäre super im Fasching, wenn du die Leute bedienen könntest. Das würde dir doch gut stehen, glaube ich. Ja. So ein kleines Röckchen. Ich kann das probieren, wenn du willst. So, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und Red ist auch meine Farbe. Ist ganz deine Farbe. Oder Glitzer, das kannst du dir jetzt aussuchen. Aber ich glaube, so viele Kleider. Spass Ramsey vielleicht ein bisschen besser, die Glitzer. Aufpassen, ey. Sie ist on camera. Theater von uns. Und das, da gibt es dann einen Zeugwart und der bereitet da das vor. Alles für dich. Also so aus die Richtung, aus wie bei uns. Hairspray zum Beispiel, wie oft machst du das? Hairspray haben wir zum Beispiel 30 Vorstellungen insgesamt. In diese 10 Monaten? In 10 Monaten, genau. Okay. Aber es ist manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Das ist wirklich ein beeindruckendes Gebäude. Ja? Das Haus ist so groß, dass wir alle Werkstätten hier im Haus haben. Darum ist es auch nicht so üblich, oder? Denke genau. Mal, dass man es gibt Theater wie die Volksbühne in Berlin, die haben dann quer durch die Stadt mit Lastern müssen die alle ihre Sachen transportieren. Ah. Und hier ist das eine Liftfahrt. Es gibt ja Bühnen, wo man eine Drehscheibe braucht, also Stücke, wo die Bühne sich dreht oder so. Das ist dann diese Drehscheibe, weil das ist genauso groß wie der Bühnenbereich. Wir sind jetzt hier auf der Seitenbühne. Hier ist die Technikseite, das heißt, alle Bühnentechniker und Bühnenmeister sind während der Vorstellung hier. Der Dirigent ist verantwortlich dafür, dass das alles seine Richtigkeit hat. Okay. Und es macht auch einen Unterschied, wer dirigiert. Also wirklich, ist das schon so? Ja. Weil man so liest, Star-Dirigent oder so, ja, dann ja, denkt man sich, was beherrscht er besser. So wie ein Coach mit dem System oder sowas. Dann singe ich die Show auch wirklich regelmäßig für mich durch. Was zu Hause? Weil ich Kondition brauche, genau. Okay. Zu Hause oder hier oder tatsächlich manchmal, während ich laufen gehe, ein bisschen singen, damit, weil ich, während ich tanze, natürlich singen muss. Dann brauche ich die Kondition. Beyoncé macht das auch, habe ich gehört. Beyoncé macht es auch. Wenn es Beyoncé macht, mache ich es auch. Genau. Ich kenne mich aus, Mann. Jungs, schön, dass ihr da wart. Prost. Tschüss. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung und vielleicht kannst du uns einmal beim LASK besuchen. Also war sehr, sehr gerne. Das mache ich gerne. War sehr eindrucksvoll, das Gebäude zu sehen und einmal hinter die Kulissen. Und würde uns gefallen, wenn du bei uns einmal vorbeischaust beim LASK. Mache ich sehr gerne.